In Österreich steht ein sicheres Atomkraftwerk. Dieser Reaktor aus den 70er Jahren in Zwentendorf ging nie ans Netz. Er ist von derselben Baureihe wie ISA 1. Österreichischen Forschern dient er als Modell. Zwei neue Studien benennen erhebliche Sicherheitsmängel an ISA 1. Man hat in den Druckbehälter eine Schweißnaht eingebaut, die also zu Ermüdungsbruch führen kann im Laufe der Zeit. Und dann eigentlich hat man einen Reaktor, der auf einer Bombe sitzt. Eine Schweißnaht im Reaktordruckbehälter. Die könne reißen, Kühlwasser entweichen und eine Kernschmelze drohe. Doch in Bayern wird die im Herbst letzten Jahres vorgestellte Studie ignoriert. Österreich haben nun wirklich keine Ahnung, was in Bayern in den Kernkraftwerken stattfindet. Anfragen von quer zu diesem Problem hat eine E.ON-Sprecherin noch vergangene Woche als irrelevant abgetan und jegliche Stellungnahme abgelehnt.